Hello, my friends. Willkommen zurück bei Skyrim. Im letzten Part haben wir eine Hochzeit gesprengt. Beziehungsweise, die haben wir nicht gesprengt, wir haben einfach die Braut getötet. Aber, YOLO. Wir reden mit Astrid. Die Kunde ist in aller Munde. Vittoria Vicky, die Cousine des Kaisers, wurde auf ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Yay! sie hat geblutet wie eine abgestochene Sau. Okay. Seine Eminenz das ignoriert. Ja, die strahlende Braut, die nun Sittis in der Leere. Schweigen, wir sind der Schweiger. Mit dem Mord an Vicky habt ihr uns auf einen Weg gebracht, den die dunkle Bruderschaft schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegangen ist. Die Ermordung eines Kaisers. Und nun zu eurer Belohnung. Ein einzigartiger Zauber, mit dem ihr eine Legende der dunklen Bruderschaft beschwören könnt. Seine Seele dient uns im Tod, wie uns sein Körper zu Lebzeiten diente. Okay. In eurem Eifer habt ihr es leider versäumt, Vicky beim Sprechen zu ihren Gästen zu töten. Da ihr diese Anweisung ignoriert habt, ist euer Bonus leider verwirkt. Entschuldigt bitte. Nun denn, es ist Zeit, zur nächsten Phase des Plans überzugehen. Sprecht mit Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung eures nächsten Auftrags geholfen. Okay, entschuldigt bitte, dass ich das ruiniert habe, aber ich hatte damit genug zu tun, den Auftrag so durchzuführen und nicht erwischt zu werden. Meine Fresse. Babete. Ein Selbstmordkommando. Das hat selbst Astrid gesagt. Ja, komm hier, Gabriella. Bruder, ich habe auf euch gewartet. Euer nächster Auftrag wartet, wie Astrid sicher bereits angedeutet hat. Angedeutet? Sie hat gesagt, ich habe nächsten Auftrag, soll zu dir kommen. Bedeutet niemand was. Das ist einfach so. Das hat sie laut die Einzelheiten. Da die Ankunft des Kaisers in Himmelsrand jetzt feststeht, wird sein Sicherheitsdienst, der Penitus Oculatus, sofort mit seinen Vorbereitungen beginnen müssen. Ach, wat. Für die Sicherheit ist ein gewisser Kommandant Maro zuständig. Astrid und ich haben einen Plan ersonnen, um den Mann zu brechen und so den Schutz des Kaisers zu schwächen. Mhm. Ihr sollt den Sohn des Kommandanten, Gaius Maro, ermorden und bei seiner Leiche falsche Beweise hinterlassen, die ihn mit einem geplanten Attentat auf den Kaiser in Verbindung bringen. Okay. Verstehe. Ah, wird sterben. Heiß hit es. Was ist denn hier los? Wir sind ja Schweiger. Er ist fest entschlossen, den Außenposten des Penitus Oculatus in Drachenbrügge zu verlassen und die Sicherheitsvorkehrungen jeder Stadt in Himmelsrand zu inspizieren. Mhm. Geht jetzt dorthin. Beobachtet Gaius Maros Abreise und folgt ihm. Legt ihm einen Hinterhalt in einer der Städte und schickt seine Seele zu Cities. Sobald er tot ist, versteckt den belastenden Brief bei seiner Leiche und überlasst den Rest dem Schicksal. Ah, und eine letzte Sache noch. Ah, bitte? Ja, was denn? Wenn ihr euch euren Bonus verdienen wollt, dann tötet Gaius Maro nicht in Drachenbrügge oder auf der Straße. Tötet ihn in einer der größeren Städte, die er besuchen wird. Dort wird die Leiche schnell entdeckt werden. Ebenso wie der Brief, der Gaius Maro mit der Verschwörung zur Ermordung des Kaisers in Verbindung bringen wird. Wenn ihr das tut, werde ich euch in Astrids Namen einen eher einzigartigen Bonus zahlen. Es ist ein besonderes Zeichen, dass ihr Olava der Schwachen in Weißlauf überreichen sollt. Olava ist eine alte und liebe Freundin und eine mächtige Seherin. Das Zeichen berechtigt euch zu einem Blick in eure Zukunft. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ohne Witz. Wandelt im Schatten von Gaius Maro und überbringt ihm das Urteil von Cities. Ganz ehrlich, ich weiß doch, was mich erwartet in der Zukunft. Ich muss Drachen töten, dann muss ich den Kaiser töten, dann muss ich das machen, dann jenes, und dann hier und dann da und dann ist vorbei. Da weiß man doch ganz genau, was einem erwartet. Da ist doch der Spaß vorprogrammiert. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Lydia, wo bist du? Lydia? Die Frau macht mich verrückt. Die muss einmal warten. 5 Minuten. 5 Minuten soll die junge Dame warten. Aber dann, ne. Macht, was sie will. Skyforge. Oh, oh, interessant. Eine Karte, eine Karte. Uiuiuiui. Haben wir jetzt eigentlich schon? Ne, wir waren noch gar nicht. Wir waren gar nicht in... Wir waren noch nicht in jeder Hauptstadt. Guck mal, wir holen uns mal schnell 50 Gold ab. Einfach, weil wir es können.
Gut, dann werden wir kurz mal nach Hause gehen, um Lydia zu holen. Die Frau, die, die braucht eine Leine. Darf auch nicht weiter als 30 Meter sein, weil sonst verlieren wir uns aus den Augen. Und das ist auch nicht so gut. Gegenteilig, das ist gar nicht mal so gut. Vorsichtig. Ja, ich soll da selber vorsichtig. Ich habe dir deinen Stoßzahn geholt. Für das Handelskonkordat oder keine Ahnung. Hallo? Oh, wo ist das Mädel? Hä? Hä? Ja gut, wir haben relativ wenig Platz dabei. Komm, wir schleppen jetzt mal eine Stunde. Vielleicht steht die denn hier. Jawohl. Es ist mir eine Ehre. Folgt mir. Oh, ach ja, stimmt. Ich kriege ja keine Erholung mehr, wenn ich schlafe. Ich will ja ein Werwolf. Nur, dass ich Rotkäppchen töten soll. Gut, Licht aus. Löscht das in Einsamkeit. Sprich mit Brenjov. Überredet. Ah, wir könnten mal ein paar Sachen. Hier haben wir bestimmt bei Verschiedenes ein bisschen was offen. Ja. Haben wir noch irgendetwas, wo wir was töten müssen oder so? Redet mit Michael über Carlotta. Schließt sich den Aufschluss. Begibt dich zur Akademie verwittert. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Habe ich nicht irgendetwas? Ja, komm, wir machen mal das hier. Das klingt ein bisschen spannend. Da oben muss ich hin. Das ist ganz schön weit weg, ne? Vielleicht gucken wir noch was anderes. Alles klar, das können wir machen. Das ist hier Makrat, das ist gar nicht mal weit weg von dem. Und dann befreien wir die Mine von den Abgeschworenen. Ist ja nicht so, dass wir... Was ist denn das hier? Achso, ist so ein Wächterstein oder so. Ist ja nicht so, dass wir schon die Abgeschworenen so gut wie dezimiert haben. Nein. Das ist eine Lüge. Vor allem, die haben hier so viele Wachen in Himmelsrand rumlaufen. So viele Wachen. Und da findet sich keiner, der sich bereit erklärt. Oder keine Leute, die sich bereit erklären. Ich gehe mal lieber über die Brücke, sonst verliere ich Lydia. Da mal schnell für Ordnung zu sorgen. Und da gehe ich und Lydia hin. Und wir kriegen Apfel und ein Ei. Aber wirklich nur ein Apfel und ein Ei. So. Genug aufgeregt. Wir machen es jetzt einfach. Aber ganz ehrlich, wir könnten auch wirklich mal wieder einen Drachen vertragen. So ein Dragon to go wäre nicht schlecht. Oh, okay, ich dachte, da liegt eine Leiche, aber das ist nur eine Silberader. Die nehmen wir mit, ist ja wurscht. Was wir haben, haben wir. Im Prinzip müsste Lydia die ganze Kacke abbauen. Die gucken nur zu. Das macht aber super. Genau so macht sie. Blöde Sau. Alles klar, wir gehen mal hier runter. Ich wette, wenn ich da jetzt runtergehe... Ich hätte doch da runtergehen sollen. Shit. Ja, ich wenn ich in der Höhle bin, wird Lydia sowieso... mir folgen. Alles klar, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Abgeschworener. Okay, vielleicht nehme ich... Hä, warum schleicht die denn? Hat die mich gesehen? Aber was guckst du denn da, Mäuselkind? Ich weiß nicht, wie ich die da treffen soll. Mega, ich hab getroffen! Fuck! Das war ein Witz mit dem Drachen to go. Ah, Lydia ist schon dran. Lydia ist dran. Ich dachte, hä, von was werden die da angegriffen? Oh, ein Blutdrache, wie süß. Oh, wie süß. Du alte Drecksau. Für dich sollte ich mal andere Pfeile nehmen. Damit du überhaupt mal spürst. Orkische Pfeile, die nehmen wir doch mal. Trinken wir direkt mit irgendeinem scheiß Gift, was wir haben. Gift des langen Leidens wäre mir am liebsten, aber haben wir bestimmt nicht mehr. Gift des langen Leidens. Na schön. Und dann machen wir nochmal was. Ein Speichern, damit wir hier ein bisschen weniger Probleme haben. Wo ist er hin? Ach, er tobt sich da ein bisschen aus.
Lüdi. Was macht denn der da? Erst kämpft er mit uns, jetzt kämpft er da unten. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Kommst du jetzt auch wieder hoch oder bleibst du da unten? Ah, ich muss ja noch unerbittliche Macht mal reinsetzen, ne? Oder habe ich das schon? Habe ich noch drin? Weil ich möchte jetzt bitte nicht gleichzeitig gegen die... Doch, muss ich wahrscheinlich. Gleichzeitig gegen die Abgeschworenen und die kämpfen. Ducken. Und... Na toll! Seit wann bewegen die sich so schnell wieder? Hallo. Landen. Alles klar. Der da unten ist so gut wie tot. Nee, wer weiß was. Keine, da können wir ja ewig warten, bis hier mal was passiert. Alright. Oh Gott, bitte greif mich jetzt nicht an. Ich merke es doch, dass ihr mich angreift, ihr Säcke. Ganz ohne Witz. Jetzt helfe ich euch dabei, den Drachen zu bekämpfen. Und euch fällt nichts Besseres ein, als mich anzugreifen. Ja, ihr seid ja Potzsäue. Ihr seid ja ein paar Schweine. Ich brauche einen Trank! Ich brauche einen Trank! Da kommt Trank geflogen. Kommt Trank geflogen. Wir haben aber keine Heiltränke mehr. What the fuck? Du könntest doch einfach mal umkippen, du alte Fott. Du altes, liebenswürdiges Mädchen. Ich wollte nichts Böses sagen. Warum machen die Pfeile eigentlich so viel Schaden bei mir? Ich glaube, Lydia kämpft mit dem Drachen dahin. Ich glaube, da unterstütze ich sie erstmal. Lydia, wie geht's dir? Altes Mädchen? Oh, es sind doch gleich Kaiserliche. Wer seid ihr denn? Ich ergebe mich. Wer bist du denn? Ein Barde? Es ist noch Nachtschwärmer? Nein. Noch ein Nachtschwärmer. Aber wo landet der Kerl denn überall? Der will nicht sterben. Der weiß, was gut für ihn ist. Oh. Wo ist Lydia? Wir sind ja noch mehr Abgeschworene. Ja, vielleicht Pech, dass die mich gleich auch noch alle angreifen und nicht mehr ihn. Das wäre mega Pech für mich, ja, was soll's. Eigentlich bin ich noch nicht zum Sterben bereit, aber hey. Was nächstes kann ja noch werden. Ich dachte, die setzen jetzt Magie ein. Oh Gott, den habe ich ein Glück erwischt. Und warum? Ganz ehrlich, der Drache haut einfach ab von mir. Was ist das für der Running Part, dass ich dem Drachen die ganze Zeit hinterher eier? Anstatt der einfach gleich mich angreift. Nö. Er greift sogar einen Bären lieber an als mich. Zwei, drei Bären. Helfen wir mal den Bären mal. Okay, Höhlenbär, Höhlenbär. Leute, ihr habt doch wohl kein Beef mit mir. Jo, bist du deppert? Boah, der scheiß Drache kann mich jetzt mal am Zückerli lecken. Ja klar, und die Bären halten mal wieder so viel aus. Jetzt muss ich erstmal wieder auf Lydia warten. Aber ich muss hier hochspringen. Lass mich hoch. Oh Gott, oh, macht der Autsch. Oh, der macht so Schaden und der kommt doch noch mit dir hoch. Nein, bitte nicht.
Lydia, hilf mir! Was? Lüdi! Oh, du Wichser! Kannst du nicht mal Lydia angreifen und mich in Ruhe lassen? Das wäre über nice. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Und der Drache ist schon wieder ganz weit weg. Ja, wisst ihr was? Ihr seid so scheiß Höhlenbären. Ihr könnt doch wohl mit so einem Drachen aufnehmen, oder etwa nicht? Ich bin im Wasser, ich bin safe. Ich bin im Wasser, ich bin safe. So, du Kackdrache. Warum brenne ich denn immer noch? Wenn du jetzt Feuer spucken willst, dann werde ich aber böse. Dann werde ich verdammt böse. Auf damit. Das tut auch weh. Krankheitsheilen. Könnte man das hier nehmen? Aber von denen habe ich ja sogar noch 7 Stück. Feuerresistenz. Feuerresistenz. Habe ich nicht sowas wie Feuerresistenz dabei? Feuerresistenz. Anfälligkeit für Feuer. Nein, ich hätte gern Feuerresistenz. Jo. Ich würde mal sagen, das läuft jetzt nicht, ne? Ich glaube, wir werden jetzt einfach megamäßig sterben. Okay, nein, wir sterben doch nicht. Aber da war noch ein Bär hinter mir. Ist der. Warum greift er mich jetzt bitte zweimal an? Warum zweimal? Sonst mal. Oh, ich spuck einfach Feuer und dann greife ich Lydia an. Nein, in diesem Fall. Oh, jetzt greife ich einfach mal dich an, du Peniskopf. So ein richtig mieser Wichser. Und jetzt speichere ich da oben, jetzt fliegt er zu den Abgeschworenen runter. Obwohl er jetzt eigentlich Lydia als Target drin hatte. Aber das interessiert ihn ja nicht. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Oh, meine Güte. Du bist so ein mieses kleines Pissgesicht, ey. Oh, ich kümmere mich jetzt um die Abgeschworenen. Ja, kümmere dich um Lydia. Jetzt auf einmal kümmert er sich um Lydia. Ist er ganz ehrlich. Oder auch noch nicht um Lydia. Nö, ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Kann er sich ruhig um Lydia kümmern. Ist mir jetzt relativ latte. Ich kümmere mich um das, was ich will. Da zieht Lydia jetzt nicht zu. Da werde ich jetzt gerade fuchsig. Ich habe doch noch irgendwo einen Heiltrank. Ja, jetzt greift der Lydia an, ey. Oder irgendwas dergleichen. Abgeschworenen Pfeil. Ich habe. Ach, ein orkischer Pfeil, den kriege ich wieder. Das ist aber lieb von dir. Ja, lass mich in Ruhe. Kein Bock mehr auf dich. Weil theoretisch habe ich ja doch Bock auf ihn, aber. Ganz ehrlich. Jetzt interessiert er sich für mich, oder was? Jetzt, wo ich keine Chance gegen ihn habe. Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Will ich auch nicht. Ich will dich töten, du Sack. Nee, also so eine Scheiße ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Der ist auch schon wieder weg von der Karte. Der ist ja schon am Arsch der Welt. Nee, jetzt gehen wir einfach in die Mine rein. Habe ich auch keine Lust zu.